Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, Erwin ist noch alleine, denn ich habe den Adventskalender, der gleich draufkommt, hier stehen. Und zwar ist das der Baldini bei Taoasis, dein achtsamer Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen so ein bisschen mal hineinzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, 59 Euro habe ich hierfür bezahlt. Das ist ein Adventskalender, den man halt bei Taoasis bestellen kann. Diese Tao-Boxen sind immer super beliebt und letztes Jahr gab es auch einen Taoasis Adventskalender, wo auch verschiedene Duftöle drin waren. Dieses Jahr scheint das alles ein bisschen anders zu laufen, denn wir haben hier nicht 24 Produkte drin, sondern dieser Adventskalender ist ein bisschen anders aufgebaut. Im Prinzip haben wir hier 4 Produkte drin und wahrscheinlich dann zu den Adventssonntagen entsprechend oder zu bestimmten Tagen, das weiß ich noch nicht. Und 24 Kärtchen für die Achtsamkeit. Ist das schön? Ich glaube schon. Also hier geht es wahrscheinlich auch eher um den ideellen Wert, aber wir gucken mal, was uns hier bei diesem Adventskalender erwarten wird. So sieht er auf jeden Fall aus. Ich konnte bei diesem Adventskalender mir noch so ein Schächtelchen basteln, wo dann die ganzen Karten reinkommen. Die waren dann hier im Deckel drin, also der Karton dafür und auch die Anleitung, ne? Und ja, schauen wir mal rein. Und hier hinten kann man auch noch sich so einen Ständer basteln. Das ist cool, ne? Genau, so steht er dann im Advent rum. Ist eigentlich recht schlicht und süß. Ich habe zuallererst hier so eine 1. Das ist ein Büchschen. Hier hinten steht drauf, ich umhülle dich mit meinem himmlischen Duft, der dich leicht wie Engelsflügel davonschweben lässt. Ich setze euch natürlich wie immer auch einen Link zu dem Adventskalender in die Infobox. Ne? Von Baldini bei Taoasis ist das der Engelduft Aura and Body Spray. Finde ich schon süß. Also das ist auch eine Glasflasche. Ne? Und die Düfte von Baldini bei Taoasis sind auch immer sehr meditativ. 30 ml haben wir hier drin enthalten und da haben wir einen Duft mit Grapefruit, Tonka und Limette drin. Dann habe ich hier die erste Karte mal runtergenommen. Diese 24 Achtsamkeitskarten laden dich ein, zu einem bewussteren und achtsameren Leben zu finden. In einer Welt, die oft von Hektik und Ablenkung geprägt ist, sollen sie dich daran erinnern, im Hier und Jetzt zu verweilen und die kleinen Wunder des Lebens zu erkennen. Von Atemübungen über Meditation bis hin zu Naturbeobachtungen, diese 24 kleinen Übungen, verhelfen dir dazu, deine Sinne zu schärfen und deine Verbindung zur Welt um dich herum zu vertiefen. Tauche ein in die Welt der Achtsamkeit und lass dich von diesen Karten auf deiner Reise begleiten, egal zu welcher Jahreszeit. Ist schon schön. Also ich habe auch schon mal von meiner Freundin und Kollegin Sarah Isabel so ein Marmeladenglas bekommen, wo auch verschiedene Achtsamkeitssprüche drin sind. Und ich glaube, das kommt ganz gut. Ob man dafür dann 59 Euro ausgeben muss, Fazit am Anfang, läuft, ist jedem selbst überlassen. Jeder Tag ist eine neue Chance für positive Veränderungen. Entspannte, ach so, das ist dann wahrscheinlich Karte Nummer 1, ne? Entspannte Atmung kannst du hier einmal üben. Ich lese das jetzt nicht alles vor, dafür könnt ihr euch dann den Adventskalender selber holen. Ich wollte nur einfach mal einen Einblick geben, was ich hier so drin finde, ne? Was euch so erwartet. Das scheint dann die zweite Karte zu sein. Du bist einzigartig und wundervoll, genauso wie du bist. Und hier ist dann der Ansporn, in die Natur zu gehen und die Natur zu erleben. Und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Am 3. Dezember, dein Lächeln hat die Kraft, den Tag eines anderen zu erhellen. Definitiv. Achtsames Lächeln wird hier geübt. Hier haben wir die Nummer 4. Mach dir keine Sorgen um Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Sehr wichtiger Spruch. Es ist in Ordnung, wenn du einen Fehler begangen hast, wenn du traurig bist und den Grund nicht kennst, wenn du Zeit für dich selbst benötigst, wenn dein Tag nicht so produktiv verläuft, wenn Tränen fließen. Safe. Der 5. Dezember. Du hast bereits so viel erreicht, sei stolz auf dich. Liebevolle Affirmationen werden hier dann entsprechend geübt. Nikolaus, das Leben steckt voller Überraschung, freue dich darauf. Und hier übt man dann ein bisschen Dankbarkeit. Das ist wirklich super schwer. Außerdem bekommen wir am 6. Dezember auch ein kleines Schächtelchen. Lass dich von meinem zartblumigen Duft inspirieren und gönne dir einen Wohlfühlmoment nur für dich. Da ist von Baldini bei Taoasis der Buddha-Duft Aroma Roll-On mit 10 ml drin enthalten. Wie gesagt, die Düfte sind immer eher so om-mäßig unterwegs mit Benzur, Sandelholz und Tonka. Ich habe mir jetzt mal die Karten vor mich gelegt, dann geht es, glaube ich, für uns ein bisschen einfacher. Am 7. Dezember steht hier drauf, schau in den Spiegel und erkenne, dass du gut genug bist. Oder nein, dass du genug bist, genau. Und da geht es um achtsames Tee trinken. Das finde ich abgefahren. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da wird uns gesagt, du bist stark, selbst wenn du denkst, du bist es nicht. Ist tatsächlich so. Man glaubt es kaum. Atemübung mit Duft. Also da haben wir ja auch entsprechend einen Duft. Hier kannst du auch ein Audio verwenden. Ich meine auch, dass irgendwo irgendwelche Gutscheine mit drin sein werden. Da müssen wir mal gucken. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Liebe und Akzeptanz freuen. Sie beginnen bei dir selbst. Das stimmt
dermaßen krass. Und hier wird Raum für Kreativität geschaffen. Und Kreativität ist wirklich so ein Thema, ne? Das hilft einem wirklich auch so loszulassen oder auch gegebenenfalls mal sich mit seinen Gedanken zu beschäftigen. Am 10. Dezember, deine Träume sind es wert, verfolgt zu werden. Lebe deinen Traum ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das kann ich wirklich nur unterschreiben. Sag es laut. Was für mich bestimmt ist, geschieht nicht ohne mein Zutun. Ich bin ausreichend. Ausreichend ist ein bisschen zu wenig, ne? Jeder kleine Schritt, den ich mache, ist ein Fortschritt. Dies ist nur vorübergehend. Es wird vorübergehen. Ich bestimme, was sein wird, oder der feste Glaube lässt Träume wahr werden. Okay, jo. Am 11. Dezember. Selbst kleine Fortschritte sind Schritte in die richtige Richtung. Meditation mit Duft haben wir hier wieder. Das ist natürlich halt passend zu Tauasis, ne? Jetzt sind wir bei der Halbzeit beim 12. Dezember angekommen. Entspanne dich und lasse das Leben durch dich hindurchfließen. Körperliche Achtsamkeit mit Audio. Definitiv. Also sowas habe ich auch schon öfters mal gemacht. Das ist schwierig manchmal. Manchmal ist es wirklich schwierig, je nachdem, was man halt auch für eine Vergangenheit hat. Also die erste Hälfte des Adventskalenders war auf jeden Fall mit sehr viel Achtsamkeit und sehr viel Selbstliebe geprägt, was ich persönlich begrüße. Ne? Dann habe ich hier den 13. Dezember, du bist nicht allein, es gibt Menschen, denen du wichtig bist. Safe. Das ist wirklich so. Das darf man nicht vergessen. Digital Detox. Ja, sollte man vielleicht ab und an wirklich mal machen. Ne? Einfach mal das Handy weglegen. Das haben wir gemerkt, als hier Stromausfall war. Das war krass. Der 14. Dezember. Du hast die Fähigkeit, andere mit deiner Freundlichkeit zu inspirieren. Auf jeden Fall. Achtsames Gourmet-Erlebnis. Genieße eine Mahlzeit bewusst. Oh, das ist echt interessant. Hier steht wirklich immer sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass man damit halt auch wirklich so ein paar, du musst ja nicht alles aus dem Adventskalender umsetzen, ne? Aber so ein paar Impulse einfach bekommst. Ich glaube, das ist schön. Jetzt habe ich hier den 15. Dezember. Jeder Tag ist eine Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Ja, definitiv. Ich kann so viel hier einfach nur bestätigen, ne? Achtsames Zuhören, das ist auch manchmal gar nicht so leicht. Gerade in der aktuellen Zeit, wo wir ja alle unsere Aufmerksamkeitsspanne durch sehr kurze Videos auf Social Media oder wo auch immer, immer wieder verkürzen. Ne? Es wird immer krasser. Es fällt einem so schwer zuzuhören. Das ist wirklich so, ne? Und hier haben wir auch eine Box für den 15. Dezember. Das ist eine sehr schöne große Box. Mein aufhellender und zugleich beruhigender Duft zeigt dir den Weg zu deiner inneren Ruhe und Balance. Dankeschön, Raumspray. Ach, wie schön. Das finde ich echt süß, ne? 50 Milliliter sind hier drin enthalten und ja, warum nicht? Also, wie kann man Dankbarkeit mit Duft ausdrücken? Mit Clementine, Rosengeranie und Tonka. Okay, das riecht ja nach Dankbarkeit. Schön. Machen wir weiter mit dem 16. Dezember. Du hast die Kraft, jede Herausforderung zu überwinden. Und hier geht es um achtsames Dehnen. Oh lala. Oh lala. Dehnen ist echt so eine Sache für sich, das muss ich wirklich sagen. Am 17. Dezember, du hast das Potenzial, Großes zu erreichen. Glaube daran. Abschied von Perfektionismus. Das musste ich schmerzlich lernen, als ich Mutter geworden bin und einfach alles nicht mehr perfekt sein konnte. Das ging einfach nicht mehr. Und ja, da wird einem geholfen, dass man sich davon verabschiedet. Finde ich schön. Ich vergesse immer, wo ich bin, weil hier halt keine Zahlen auf den Kärtchen stehen. Oh, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Fehler sind Lektionen auf dem Weg zum Erfolg. Gemeinsames Glück wird hier erprobt. Teile heute bewusst einen Moment des Glücks mit jemandem anderen. Oh, das ist auch eine sehr schöne Art und Weise, ein positives Feedback zu bekommen, würde ich mal so sagen. Am 19. Dezember, jeder Tag bringt neue Möglichkeiten und Chancen. Nachtruhe-Ritual. Das ist bei mir ganz schwierig, ne? Also, dass ich mal irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Bett gehe und so weiter, ganz, ganz schwierig, weil ich halt sehr spät auch immer arbeite. Also jetzt gerade haben wir es zum Beispiel, wo ich drehe, 23.12 Uhr läuft. Wahrscheinlich sind unten schon alle am Schlafen, Sammy schläft neben mir. Ja, ne? Aber was sollte man eigentlich machen, um Rituale und halt um so Regelmäßigkeit in seinen Alltag zu bringen? Hier habe ich jetzt den 20. Dezember. Dein Glück liegt in deinen eigenen Händen. Das stimmt. Das stimmt, ja, Reflexion. Nimm dir Zeit, das vergangene Jahr zu reflektieren. Ja, ja, das ist wirklich, also kein anderer Mensch ist mehr dafür verantwortlich, wie dein Glück gestaltet wird, dein persönliches Glück, ne? Okay, ja, das ist aber, glaube ich, eine ganz harte Karte, muss ich wirklich sagen. Die Nummer 21, lass los und lebe. Loslassen, schreibe drei Dinge auf ein Stück Papier, die du loslassen möchtest. Eieieiei. Selbst wenn man einfach nur mal verbalisiert oder für sich verschriftlicht, was man theoretisch oder was einen belastet, ne, was quasi an einem haftet und was man eigentlich gar nicht mehr an sich haften haben möchte, was sein Leben bestimmen sollte, ja, das ist schon wichtig.
Dann habe ich hier den 22. Dezember. Also die Weihnachtswoche ist wirklich sehr emotional. Du bist nicht perfekt, aber du bist einzigartig und wunderbar. Neubeginn. Puh, also das ist wirklich sehr, sehr deep, Leute. Das ist sehr, sehr deep. Sehr, sehr deep, auch was hier hinten drauf steht. Das symbolische Verbrennen der Zettel war eine kraftvolle Zeremonie. Oh, du hast irgendwas dann beim Loslassen verbrennen dürfen. Alter Schwede, was ist denn jetzt hier ein Tag vor Heiligabend? Umarme die kleinen Freuden des Lebens. Also man wird wirklich langsam an gewisse Dinge herangeführt, ne? Dein Reminder. Ich bin wertvoll, ich bin alleine, ich bin nicht alleine, ich vergebe mir, ich darf Nein sagen und so weiter und so weiter. Sehr, 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 sehr wichtig. Und dann kommen wir zu Heiligabend. Also ich finde es wirklich sehr, ne, emotional, weil ich halt auch so manche Themen gerade schon im Kopf für mich durchgehe. Du machst die Welt mit deiner Anwesenheit schöner. Lichter der Dankbarkeit. Entzünde eine Kerze und konzentriere dich auf das warme Licht und so weiter und so fort. Also da geht es halt auch wirklich nochmal darum, auch so ein paar Dinge, die du dann im Laufe der Weihnachtszeit, Adventskalenderzeit gelernt hast, umzusetzen. Boah, der geht unter die Haut. Und dazu gibt es dann hier in der Nummer 24 noch etwas. Genieße meinen blumig frischen Duft, der mehr sagt als 1000 Worte. Okay, das ist ein Raumduft und zwar der für mich Duft. Den haben wir mit Lindenblüte, Iriswurzel und Mandarine Rot. Und das dürfte ein kleiner Duft sein. 5 ml haben wir hier drin. Und sowas kann man sich dann in eine Duftlampe geben oder auf ein Kissen tropfen oder so. Ne? Aber das ist schon... Ja, ein heftiger Adventskalender, oder? Denn ich muss wirklich sagen, dieser Adventskalender macht ernst. Der macht nicht nur so Larifari, ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen achte auf dich selbst, sondern der wird es wirklich wissen. Der gibt dir auch ein paar Aufgaben mit an die Hand. Der hat eine Geschichte zu erzählen. Der hat einen roten Faden. Ich glaube, das ist wirklich ein schöner Adventskalender. Ich fange gleich an zu heulen, den man in der Familie verschenken kann. Und ich denke auch, dass ich diesen Adventskalender meinem Papa schenken werde. Ja. Es ist schon abgefahren, muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein Adventskalender mich mal zu Tränen rührt. Ne? Klar, man kann sagen, 59 Euro für so einen Adventskalender ist schon harter Tobak. Andererseits finde ich persönlich, ist dieser Adventskalender auch sehr, sehr gut gemacht. Und auch wenn der Junikäfer hier gerade ein bisschen eskaliert, ziehe ich das jetzt noch einfach durch. Ne? Also wirklich ein toller Adventskalender. Und ich finde ihn tausendmal besser, als wenn die hier wieder so ein paar Duftöle einfach nur reingepackt hätten. Oder was meint ihr? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns wirklich gerne mal darüber austauschen. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Der Link dazu ist natürlich in der Infobox. Es ist keine Kooperation, ich habe nicht irgendwie einen Code oder so. Es ist einfach selber gekauft und ich finde ihn sehr spannend und sehr schön. Ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.